Schönen guten Abend, da sind wir. Schönen guten Abend, Nordrhein-Westfalen. Hier sind wir, NRW Live mit der Late Night. Heute wird es sehr, sehr musikalisch und wie ihr eben schon gehört habt, es wird auch sehr elektronisch vom Sound her. Ich freue mich sehr auf meinen Gast, Komponist und Musiker Rolf Meyer-Bode heute Abend bei unserer Sendung. Schönen Dank für deinen Besuch. Ja, gern geschehen. Es gibt vielleicht ein paar Leute, die jetzt überlegen, Moment, Rolf Meyer-Bode, Rolf Meyer-Bode. Wenn man so ein bisschen deinen Namen auseinanderzieht und zumindest die Anfangsbuchstaben nimmt, kommt dabei raus RMB bzw. R&B. Und das war eine Rave-Formation, kann man ja sagen. Mitte der 90er Jahre ging es los, du mit deinem damaligen Partner zusammen. Und ihr habt wirklich Songs geschrieben, die heute noch Kult und Klassiker sind. Ich erinnere mich gerne an Redemption, an Spring, Love is an Ocean und so weiter und so fort. Eine unglaubliche Zeit. Was für dich auch eine unglaubliche Zeit. Es ist ja mittlerweile auch schon über 20 Jahre. Klar, also in den Charts zu sein mit 20, das ist irre, das war schon eine coole Zeit, klar. Und also überhaupt, ich meine, wir haben uns ja so kennengelernt mit den Unterhaltungen über die 90er. Ja. Es war einfach eine geile Zeit. Es war einfach, die Musik war im Wandel, es war spannend. Ständig passierten neue Unterströmungen. Ja. Jede Veranstaltung war irgendwie ein bisschen anders. Das war schon eine coole Zeit, Mitte der 90er. So. Ja, 94 wart ihr auch bei einem richtig großen Label am Start. Das war Low Spirits, unter anderem Gründungsmitglied Maximilian Lenz, besser bekannt natürlich als Westbam. Auch wahnsinnig. Das war ja wirklich in aller Munde damals, Low Spirits. Das ist ja auch so gekommen, dass ich am Anfang Remixe gemacht habe für Low Spirit, für Westbam und Marusha. Und darüber kam dann die Connection. Und dann haben die gesagt, wir würden gerne mehr hören. Ja. Und deswegen sind die Chart-Hits dann über Low Spirit gekommen, die in der Mitte der 90er. Ja. So, bei dir vom Background her klassisch ausgebildet, kann man so sagen, am Piano hast du eifrig geübt damals? Sind da so die Grundlagen bei dir? Ja und nein. Also es ist schon so, dass ich hatte ein Klavier zur Verfügung. Ich hatte auch Klavierstunden, aber ich war in diesem Bereich sehr faul. Okay. Also ich war schon sehr nerdy und fleißig, aber in einem ganz anderen Bereich, nämlich als ich meinen ersten Computer mit 13 bekommen habe. Das war ein C64. Klassiker, na klar. Da war es dann wirklich so, es war mir viel wichtiger zu programmieren, als am Klavier zu sitzen, bis ich diese beiden Dinge dann kombinieren ließen und ich festgestellt habe, dass man mit dem Computer eben auch Töne machen kann. Ja. Und das war dann auch wiederum die Grundlage, dass mir das Klavierspielen wieder Spaß gemacht hat. Weil ich habe halt gemerkt, okay, wenn ich jetzt hier eine Melodie spiele, dann kann ich sie hinterher auf dem Computer richtig geil klingen lassen. Weil Klavier hat ja immer nur einen Sound. Ganz einfach gesagt, und den kennt man, und der war halt altbacken für so ein Teenie, ist natürlich ein Klavier nicht so geil. Aber wenn man dann eine schöne Melodie auf dem Klavier hatte, konnte man die im Computer eben krachig, soundmäßig aufpimpen. Ja. Hast du ganz spezielle Vorbilder gehabt? Ich meine, der Klassiker ist natürlich, gebürtig kommst du aus Berlin, lebst aber schon sehr, sehr lange hier bei uns im schönen Düsseldorf. Hast du das Vorbild, wie es vielleicht viele haben im Bereich elektronischer Musik, Kraftwerk? Oder war das für dich eine Sache, die total weit weg war, auch vom Sound her überhaupt nicht dein Ding? Gar nicht. Also es ist schon so, dass ich noch als Kind, bevor ich die Musik selber gemacht habe, habe ich gerne nachts Schwingungen, Donnerstag nachts diese Schwingungen-Sendung gehört. Ja. Das nennt sich dann, glaube ich, Berliner Schule, so Tangerine Dream oder die weltweit bekannten Leute wie Jean-Michel Jarre und Vangelis, also sehr liebliche Synthesizer-Musik. Und ich fand die Melodien immer geil und die Harmonien. Aber den Sound nicht. Ja. Aber es gab auch für mich, für meine Ohren, nichts im Radio, wo ich gesagt habe, so, das ist es. Bis ich dann das erste Mal Westbam habe auflegen hören, da war ich gerade 15 in der Macht der Nacht. Und das erste Mal diese knallige Bassdrum gehört habe. Und da war in meinem Kopf, diese kitschigen Melodien dieser Synthesizer-Legenden kombinieren mit diesem knalligen Techno-Sound. Das ist mein Ding. Und das war, da war ich 15. Das war noch 2 Jahre, bevor ich meine erste Platte gemacht habe, weil ich musste dann ja erstmal mir das Equipment beschaffen. Das ist ja nicht so einfach, dass man sich eine App aufs Handy geladen hat. Das war früher eine ganz andere. Was heißt das früher? Ich meine, so lange ist es noch nicht her, aber trotzdem im Vergleich zu heute eine ganz andere Welt. Also man musste halt schon, man musste dann schon zum Computer noch Synthesizer kaufen und das dann alles verkabeln. Und also das hat dann schon ein bisschen gedauert, bis ich 17 war. Da habe ich dann meine erste Platte gemacht und also klassischer Background vom Klavierspiel.
geprägt nicht so sehr von, also von Kraftwerk gar nicht, ja. Von den Synthesizer-Legenden so ein bisschen, melodisch, aber es war dann eben diese Kombination. Ja. So. Ihr wart ja auch vor allen Dingen, ich meine im Vergleich gerade zu Kraftwerk und allen anderen, allein vom Tempo her überhaupt nicht zu vergleichen, R&B, was waren eure schnellsten Tracks, also 150 BPM, 160 BPM? Ja. Also Reality hat sogar noch einen Ramp drin, also ja. Reality geht von 160 auf 163 wow. und war Top 20, also ja. Ich glaube nicht, dass es viele schnelle Dance-Tracks gegeben hat, überhaupt in den deutschen Charts. Wir wollen vielleicht mal einen Klassiker noch mal anspielen, aha. Redemption 1995, kann ich mich auch noch sehr, sehr gut dran erinnern. Und vor allen Dingen ein Video, damals die berühmte Mayday in Berlin war das, gibt es ja auch Dortmund und in Berlin. Also live, ja. Okay. Genau, live, 34.000 Zuschauer waren damals da bei euch und da hören wir jetzt mal rein, wie das damals war, R&B mit Redemption. Und achtet mal aufs Publikum, das sieht ein bisschen anders aus als heutzutage bei einem Konzert. Ganz anders. Genau. Mal gucken, ob es die Zuschauer die rausfinden. Preisfrage ist, was ist nicht zu sehen? Was ist nicht zu sehen? R&B Redemption 94. Immer der Abschluss des ja. Live-Sets war, den habe ich gemacht, da war ich noch in der Schule. Also ja. Das war wirklich, den habe ich so mit 17, 18 gemacht. Aber hier war es aber auch ein bisschen schneller gestellt bei ja, den Live-Auftritten. Das war jenseits also der... Und extrem viel kürzer. Also ja. Die Songs immer nur 2 bis 3 Minuten. Ja, wenn man das Equipment da sieht, habt ihr die Sachen, wo das wirklich live dann auch aus dem Rechner kam die Sounds raus. Kann man es heute nach über 20 Jahren verraten? Naja, also es war schon... es war nicht so live, wie man heute live könnte mit der Technik, die es heute ja. gibt. Aber wir haben uns da schon bemüht, gewisse Elemente modulierbar zu machen. Ja. Aber so, dass man heute mit so einem kleinen Laptop irgendwo hingeht, das ging auch mit, das waren über 100 Kilo Gepäck, die wir da hatten. Ich wollte gerade sagen, riesiger Röhrenmonitor steht noch bei dir da ja, vorne am Set. Der wurde dann irgendwann auch gegen einen dicken Laptop ja. ausgetauscht. Aber Bildschirm war natürlich schon immer Röhre, schwarz-weiß, ja. das war ein Atari. Atari ST, das war der genau. Klassiker, ja klar. Und Also es ist nicht so, dass man, es ist ja im Prinzip auch keine Musik, die live entsteht. Ja. Also diese ganzen modernen Sachen, wo es so schöne YouTube-Clips gibt, wo die Leute mit einem Sampler die Sachen live nacheinander ja. einspielen in den Computer und es läuft einfach immer alles weiter, das ging technisch nicht. Also ja. es war ja wirklich so, wenn du einen Song gemacht hast, dann hast du die eine Sache gemacht, dann hast du dich um die nächste gekümmert, es war halt einfach sequenziell aufgebaute Musik. Ja. Und die kannst du ja im Prinzip schon nicht komplett auf einmal live spielen. Aber du kannst natürlich Melodien live spielen, du kannst Effekte reinspielen, du kannst das, was DJs heutzutage auch gerne machen, du kannst natürlich besser rausdrehen, Höhen reindrehen, ja. du kannst Effekte dazu spielen, also beziehungsweise reinmischen, du kannst das Playback im Hall verschwinden lassen und so Sachen haben wir halt gemacht, ja. Sensationell. Über 20 Jahre ist das her. Wir werden gleich noch viel mehr zu quatschen haben mit dem lieben Rolf. Vor allen Dingen auch über sein brandneues Soloalbum werden wir sprechen. Da vorne steht es nämlich schon Foundation. Und er hat auch einen kleinen Synthesizer mitgebracht. Auch da bin ich sehr, sehr gespannt, was wir gleich noch von dir erfahren werden. Vielen, vielen Dank schon mal bis hierhin. Gleich viel mehr elektronische Musik made in Düsseldorf. Das kann man wirklich so sagen heute Abend mit Rolf Meyer-Bode. Bleibt definitiv bei uns. Bis gleich. Danke. Bis gleich.